Schönes Wochenende mit Radio Lippe und am ersten freien Tag. In den Ferien gleich eine Hausaufgabe für Sie. Heute mal im Bus oder in der Stadt, vielleicht gleich so auf dem Markt. Einfach mal laut loslachen. Wenn Sie das bringen, dann sind Sie ziemlich abgebrüht. Denn wahrscheinlich halten Ihre Mitmenschen Sie für total bescheuert. Genau, das ist aber das Prinzip vom Lach-Yoga. Von jetzt auf gleich laut lachen und zwar gegen schlechte Laune und Stress. Beim Lach-Yoga-Kongress im Yoga-Vidya-Zentrum Hornbad-Meinberg bleibt dieses Wochenende kein Auge trocken. Prinzip des Lach-Yogas: Lachen ohne Grund, verbunden mit aus dem Yoga bekannten Übungen. Laut Lachexperte Dr. Madan Kataria ist Lachen die beste Medizin. So Lach-Yoga is a way. Lach-Yoga ist der einfachste Weg, um die Kraft des Lachens für die Gesundheit zu nutzen. Wenn wir in einer Gruppe lachen, bekommt unser Lachen sogar eine ansteckende Wirkung. Ja, und da lacht er spontan mal los und die ganze Gruppe steigt ein. Um in Lachstimmung zu kommen, haben wir mit Trainerin Silvia Rössler verschiedene Übungen gemacht, wie zum Beispiel das Lachmotorrad oder die Lachcreme. Wir haben hier eine Büchse Creme. Ja, da holen wir uns die Lachcreme raus und dann... Oh. Wichtig bei allen Übungen, man lacht nicht über andere, höchstens mal über sich selbst. Wenn man über sich selber lachen kann, hat man immer was zu lachen. Wir zeigen dabei mit dem Finger auf uns und lachen. Was sonst arrogant wirkt, ist beim Lach-Yoga ganz normal. Nach jeder Übung loben wir uns selbst. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Sehr gut, sehr gut, yeah! Mara Wederz, Radio Lippe. Heute und morgen können Sie sich noch Vorträge im Rahmen des Lach-Yoga-Kongresses im Yoga-Vidya Hornbad-Meinberg anhören oder auch einfach mitlachen. Fotos vom Lach-Yoga, die finden Sie auf unserer Internetseite auf radiolippe.de und die sind schon sehr ansteckend. Gucken Sie da mal rein.